Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Buildings Have Feelings Too. Also Gebäude haben auch Gefühle. Das Spiel ist wieder bei Unity, schlägt mit dem Wucherpreis für Unity Game von 20 Euro zu. Die Jungs haben scheinbar wirklich denken, dass da wirklich was dahinter ist, was sie gebaut haben. Na, da sind wir mal gespannt. Sinnfreier Kurztext über Gebäude, die denken, sie werden alt, werden gebraucht. Und das macht, was es am besten kann bei Unity, es lädt. Lötet und lötet. Es passiert nichts. Ja, wunderbar. Das ist das UI haben sie auch verkackt. Die Einstellung gibt es nicht im Hauptmenü, muss man jetzt schon nachher haben. So noch dieses total hirnfreie irgendetwas, wo die Taste nicht funktioniert. So, so wie der sagt, wir können das überspringen. Natürlich können wir es nicht überspringen. Wir können ja nicht mal aus dem Menü wieder raus. Na, zum Kotzen. Das haben die wieder verbrochen, echt mal. Also dafür, wenn du schon 20 Euro denkst, dass die Scheiße wert ist, wenn du nicht mal ein scheiß Interface bei der Hauptmenü hinbekommst, dann ist besser, du lässt es. Ja, jetzt müssen wir uns den Dreck hier nochmal geben. Es gibt das, da gibt es auch keine. Das macht schon mal das Minimum aus, also wenn du das schon nicht hinbekommst, also mehr als 5 Euro schon mal überhaupt gar nicht. Und da muss das Spiel jetzt noch top sein. Und es lädt wieder. Gott sei Dank nicht so lange wie vorher. Ich soll hier E drücken, es passiert nichts auf E. Rechte Maustaste wäre es gewesen. Interface ist auch schon wieder scheiße.
Okay. Also die Steuerung ist furchtbar. Also man versucht hier die Gebäude aufzubauen. In einer komisch skurrilen Grafik soll irgendwie andeuten, dass das Lebewesen seien, die ihre scheiß Problemchen haben, die du lösen musst. Nichts aufwerten. Es fehlt ihm etwas am Herz. Kann sie nicht zumachen. Nee, nee, nee. Dieses Spiel ist absoluter Ranz. Die Steuerung ist scheiße, die Story beschissen, die Programmierer sind einfach nur Nieten. Weil das ist ja furchtbar. Nichts funktioniert hier, gar nichts. Das Interface ist einfach nur verbuggt. Und spielbar verbuggt. Dieses offensichtliche Tutorial ist einfach nur abgefuckt. Weil es steckt jetzt hier fest. Das Ding kannst du einfach so wie es ist in die Tonne treten und löschen. Das ist überhaupt nichts wert. Und schon gar nicht 20 Euro. Also, pah. So eine Frechheit, überhaupt sowas anbieten.